Vorstellung mit nur Alten zusammen wohnen, habe ich gewusst, das will ich nicht. Die sind mir zu fest gefahren und unflexibel. Es ist ein riesen Vorteil mit Jungen, weil es ist so viel auch zum Lachen. Und man redet nicht über seine Preste, die man halt alle haben im Alter. Ich wohne hier in einer 10,5-Zimmer-Wohnung, in einer WG, mit 7 anderen jungen Leuten zusammen. Spannweite 30 bis 40. Und ich habe den Ausreißer der Einzige gegeben. Viele Leute sagen mir, oh, du bist mutig, dass ich eine wunderschöne Wohnung mit Umschwung und allem, was mir viel, ja, ein bisschen viel bedeutet hat, einfach aufgegeben, freiwillig. Also von grün ins grau, vom Land in die Stadt, von wenig Leuten rundherum zu vielen Leuten rundherum, das ist mir relativ reingefallen. Vielleicht ist es auch loslassen können und merken, hey, ich verliere zwar etwas, aber ich gewinne auch sehr viel und ich gehe das ein. Nachdem ich aufgehört habe, für Lohn zu arbeiten, habe ich Freiwilligenarbeit gemacht, habe Leute betreut, vor allem auch Leute, die allein gelebt haben. Und ich habe gesehen, wie tragisch das dann auch Schicksal sind. Sie leben in riesigen Häusern allein und sind unglücklich, machen auch den Angehörigen immer wieder Vorwürfe, dass nie jemand vorbeikommt. Das war mit dem Grund, dass ich diese Wohnform auch mit wirklich Überzeugung gewählt habe, dass das so anders könnte sein, wenn man frühzeitig sich überlegt, wie das man sich vorstellt, können im Alter zu leben. Ich bin geschieden, schon lange, und habe natürlich auch viele Frauen in meinem Freundeskreis, die allein wohnen. Ich habe mir das immer eigentlich vorgestellt, ich würde mal in einer Frauen-WG alt werden. In der Zwischenzeit muss ich sagen, das, was mir da passiert ist, eigentlich wirklich passiert. Ich habe es nicht angestrebt, mit nur jungen Leuten zusammen. Ist ganz gebig. Wenn Sie gerne kochen, finde ich, muss ich Ihnen nicht vor dem Glück stehen. Weil ich habe schon so viel Mal gekocht in meinem Leben. Und für Sie ist es ja eine Abwechslung zum Bürojob. Durch den Kochen meistens hat nicht mal Lust auf Speckschwarten. Speckschwarten? Daria, das stimmt also nicht. Man merkt natürlich, dass sie halt im Kochen aus einer anderen Generation kommt als wir. Sie ist nicht die, die TikTok-Rezepte nachher kocht, so wie wir Jungen, oder? Sondern sie ist halt eher jemand, der vielleicht Sachen kocht, die man halt vielleicht damals gekocht hat, so aus dem Tipptopp. Ja, es ist ja so. Also mein TikTok, nein, habe ich gefunden, das muss ich jetzt nicht auch noch haben. Aber im Fall habe ich schon mal ausprobiert ChatGPT und habe gemerkt, also einfach zum Sagen, es ist nicht so, dass ich mich völlig verweigere den neuen Sachen gegenüber, aber es hat irgendwo Grenzen. Es ist spannend zu hören, was sie über Sachen findet. Und manchmal ist es auch ein bisschen lustig für mich. Also konkret ist zum Beispiel letzte ein Tetrapack mit Erdöpfelmilch auf dem Tisch gestanden. Da habe ich gefunden, was Erdöpfelmilch, jetzt das auch noch? Jetzt haben wir doch schon Hafer und Reis und Soja, wieso jetzt noch Erdöpfelmilch? Es gibt mir einen Anstoß, um mir darüber Gedanken zu machen. Ja, hey. Und ich sonst öfter sage, um Gottes Willen, jetzt noch Erdöpfelmilch, meine Nerven. Aber was ich auch muss sagen, ich brauche schon auch den Kontakt und regelmäßig zusammentreffen mit älteren Leuten. Und natürlich reden wir dann über die Preste, das brauche ich aber auch. Das ist aber okay. Das ist okay. Ja, das ist aber eine Ansichtssache. Also, sorry. Das hat doch viel mehr schon erlebt, hat irgendwie schon Kinder großgezogen und so Sachen, die man irgendwie auch lernen kann, was Ursula schon erlebt hat. Also bin ich manchmal auch beeindruckt, was alles so in das Leben hineinpasst. Ursula wiederholt sich dann manchmal auch viel. So. Und das ist dann das, was man manchmal muss sagen, so, ja, das haben wir jetzt schon mal gehört. Ich kann nicht sagen, jeden Morgen nehme ich mir vor, aber zwischendrin nehme ich mir vor, eben mal ein bisschen weniger zu reden wirklich und mehr zuzuhören. Aber ob ich das noch anbringe im Alter, das ist fraglich. And so I face the final curtain. Es schlägt kein Geissen weg, das ist mein letzter Lebensabschnitt. Im besten Fall ist es der letzte und dann ist finito. Im Sinn von, ich kann hier bleiben bis zum Schluss. Das hoffe ich, mich möglichst lang können mit engagieren, immer wieder an Neues erfahren, bis gerade
den Deckel zugeben. Fit in die Kiste heisst er, die Devise. Fit in die Kiste. Regrets.